Hi und herzlich willkommen zu Unicorn. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des kleinen Nail Art Grundkurses. Heute wollen wir mal so ein bisschen aufs Malen eingehen, ein wenig auf Steinchen und natürlich Sticker dürfen auch nicht fehlen. Also starten wir direkt jetzt. Kommen wir zur Acrylfarbe. Mit Acryl meine ich natürlich nicht das Acryl, was wir verwenden, um Nägel zu machen, sondern ich meine die Acrylfarbe, die ihr in der Schule wahrscheinlich benutzt habt, um auf Leinwände zu malen. Das Ganze bekommt ihr in jedem Bastelladen, aber natürlich auch spezielle Acrylfarbe für Nägel im Nagelshop. Ich habe heute leider nur die aus dem Bastelladen. Da muss man gleich mal gucken, wie gut das funktioniert. Meistens muss man die noch ein bisschen verdünnen, aber gucken wir gleich mal, wie das Ganze so läuft. Bei Acrylfarbe solltet ihr natürlich darauf achten, dass sie nicht zu dünnflüssig ist und auch nicht zu dick ist. Denn umso schneller euch das Ganze auf dem Nagel trocknet, umso blöder ist das Ganze natürlich und ihr könnt keine vernünftigen Striche ziehen. Das heißt, verdünnt das Ganze ein bisschen, aber nicht zu viel, denn wenn das Ganze in die angeraute Oberfläche reinläuft, dann sieht das natürlich scheiße aus. Aber was für Pinsel benutzt ihr eigentlich am besten? Ich empfehle euch einen Rotmarder-Haarpinsel. Das sind natürliche Haare. Die speichern die Farbe am besten und damit könnt ihr auch am längsten Striche ziehen. Das ist immer sehr komfortabel. Von der Größe her benutze ich immer einen, was heißt immer, meistens einen Nullerpinsel. Das ist so die kleinste Größe, die es gibt. Also damit lassen sich wirklich ganz komfortabel dünne, feine Linien ziehen und auch auf dem kleinen Finger könnt ihr damit ohne Probleme malen. Für Glitzer würde ich euch empfehlen, keinen teuren Rotmarder-Haarpinsel kaufen. Da könnt ihr wirklich irgendeinen billigen Scheiß kaufen. Das ist wirklich vollkommen egal. Bei Glitzer für dünne Glitzerlinien würde ich euch auch einen Einerpinsel empfehlen. Und für French würde ich irgendeinen alten French-Pinsel nehmen, der schon so ein bisschen ausgefranst ist. Also wie gesagt, das ist wirklich egal. Da könnt ihr alte Dinger nehmen. Wann tragt ihr das Ganze am besten auf? Am besten nach dem dicken Aufbau und nach dem Nachfeilen. Denn dann ist die Oberfläche wieder angeraut und ihr könnt das Ganze am besten auftragen. Das ist dann, als wenn ihr auf Papier malt. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht einen Pinsel. Hier die Größe 0. Dann braucht ihr noch ein Glas Wasser. Dortmunder Wasser am besten. Funktioniert am besten. Und ihr braucht die Acrylfarbe. Und dann geht das Ganze auch schon los. So, meine Damen, nicht wundern, dass es im Hintergrund jetzt hell ist, denn die Aufnahmen waren unscharf. Deshalb mache ich das Sonntagmorgen nochmal schnell neu mit dem Muster. Wenn ihr auf Tipps übt, raut den Tipp vorher mit einem Buffer an, damit ihr wirklich eine schöne Oberfläche habt, halt wie Papier quasi. So, dann nehmen wir unseren einer Pinsel, die Acrylfarbe. Ich schraube das Ding mal hier auf, ist irgendwie komfortabler. So, und dann wollen wir jetzt einfach mal eine ganz easy peasy Blumenranke machen. Einfach so ein bisschen Farbe und dann geht es auch schon los. Wie ihr das macht, ist natürlich euch überlassen. Ich fange mal hier unten an. Ziehe einfach mal so eine Linie. Wenn ihr Linien macht, die von dick nach dünn laufen soll, fangt immer mit der dicksten Stelle an. Denn wenn ihr den Farbe, wenn ihr den Pinsel in die Farbe eintunkt, ist natürlich viel Farbe im Pinsel. Das heißt, wenn ihr an der dicksten Stelle anfangt, kann die Farbe entweichen und dann wird die Linie automatisch immer dünner.
So, Blumen gehen, also Blätter oder Blumen gehen wirklich einfach. Müsst ihr euch mal so ein bisschen die Bewegung einprägen, die ich hier so mache. Kleine Blätter macht ihr am besten, indem ihr Farbe aus dem Pöttchen rausnehmt, dann kurz einen Punkt setzt, ruhig einen di bisschen dickeren Punkt und das Ganze dann so ein bisschen zur Seite zieht. Und schon habt ihr so ein kleines Blatt. So. Und dann könnt ihr euch auch euren Dotting-Stick nehmen, wenn ihr irgendwelche Punkte machen wollt. Einfach den Dotting-Stick in die Acrylfarbe eintauchen und dann setzen wir hier noch so ein paar Punkte hin. So. So, das ist jetzt so die grundlegende Art, mit Acrylfarbe umzugehen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Farben einbringen, dann wird das Ganze noch ein bisschen, bekommt das Ganze noch ein bisschen Tiefe. Ansonsten ist da eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alles Mögliche draufmalen, von Einhörnern bis hin zu der Mona Lisa, was auch immer. Probiert euch einfach mal so ein bisschen aus, am besten erstmal auf dem Blatt Papier oder wie ich jetzt hier auf einem Tipp. Wenn ihr auf einem Tipp übt, kann ich euch nur empfehlen, gewöhnt euch bloß nicht an, den Tipp zu drehen. Oder andersrum zu drehen, wie auch immer. Denn das könnt ihr mit der Kundin nicht machen. Malt immer so auf den Tipp, so wie die Kundin halt auch sitzen würde oder sie euch den Finger zeigen würde, dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr das an der Kundin auch dann wirklich so hinbekommt. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr zu sehr zittert beim Malen oder zu sehr wackelt, kann ich euch nur den Tipp geben, versucht euren Arm oder eure Hand irgendwo aufzustützen. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mich mit diesen Fingern an der Hand, an meiner Hand oder an dem Finger der Kundin ein wenig anlehne oder aufstütze und zusätzlich noch mit dem Arm auf den Tisch liege. Und dann ist es eigentlich recht einfach, zitterfreie Linien zu machen. Acrylfarbe würde ich so wenig wie möglich an die Ränder machen, beziehungsweise vorne an die Spitze. Denn Acrylfarbe ist wasserlöslich. Und falls vorne die Versiegelung der Kundin mal abplatzt und Wasser reinkommt, kann sich die Versiegelung dann ganz schnell mal so ein bisschen auflösen. Das heißt, versucht vorne an der Kante oder generell an Kanten so ein bisschen wegzubleiben mit Acrylfarbe, denn da ist meistens so ein bisschen Fehlerpotenzial, das dann mal was abbröckeln kann. Zum Versiegeln kann ich nur sagen, macht das Ganze zweimal, um wirklich sicher zu gehen, dass der Kundin das ganze Muster nicht verloren geht. Beziehungsweise, wenn sie mal irgendwo gegenschrappt oder so, nicht ein Blättchen fehlt oder irgendwas von dem Muster dann abgeschrappt ist. Ihr könnt natürlich auch auf Shellac mit Acrylfarbe malen. Dazu solltet ihr wissen, ob euer Shellac eine Schwitzschicht hat oder keine Schwitzschicht habt. Es gibt auch Shellacs ohne Schwitzschicht. Denn auf der Schwitzschicht könnt ihr mit Acrylfarbe schlecht malen, beziehungsweise die Acrylfarbe würde nicht trocknen, beziehungsweise sehr schlecht trocknen und auch nicht auf der Schwitzschicht haften. Das heißt, ihr müsstet erstmal eine dünne Schicht Versiegelung drüber machen, das Ganze aushärten lassen und dann könntet ihr auf dem Shellac beziehungsweise auf der Versiegelung malen. Danach müsstet ihr das Ganze natürlich auch wieder zweimal versiegeln. Diesen Schritt könnt ihr euch natürlich sparen,
wenn ihr einen Shellack habt, der keine Schwitzschicht hat. Das heißt, ihr könnt den Shellack aushärten, rausholen, draufmalen, Versiegelung drüber, zweimal und dann ab in die Lampe wieder. Mit Gelmalen ist natürlich auch eine Option. Ihr braucht allerdings ein Farbgel, was sehr gut deckt. Ich bin kein wirklicher Fan davon, weil das Gel auch wieder ein wenig mehr erhaben ist als Acrylfarbe auf dem Nagel und dadurch habt ihr auch wieder so eine kleine wellige Oberfläche. So, kommen wir zu Steinchen. Steinchen würde ich an eurer Stelle auch nach dem dicken Aufbaugel machen und vor der Versiegelung. Da ist die Haltbarkeit am besten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Muster kombinieren. Dafür würde ich euch empfehlen, erstmal das Ganze mit Versiegelung einzustreichen. Dann am besten mit einem Dotting-Stick oder einem anderen Gerät den Stein aufnehmen, dahin packen, wo ihr ihn hinhaben wollt. Wir machen jetzt hier mal einfach so zwei. Na komm, machen wir drei, weil es so schön ist. Und das Ganze würde ich dann erstmal so circa 2 Minuten in die Lampe reinlegen. Wenn ihr das Ganze dann wieder aus der Lampe herausgenommen habt, nehmt ihr euch wieder euer Versiegelungsgel und dann müssen wir erstmal zusehen, dass wir die Steine so ein bisschen in das Gel einarbeiten. Das heißt, ihr tupft einfach so ein bisschen um die Steine und auf den Steinen herum, sodass wirklich überall an dem Stein Versiegelung ist. Und dann streicht ihr nochmal den ganzen Nagel ein. Somit habt ihr das Muster auch direkt zweimal versiegelt, habt euch wieder einen Arbeitsschritt gespart und dann kommt das Ganze wieder für 2 Minuten in die Lampe rein. So, kommen wir zum letzten und zwar Sticker. Ich habe jetzt hier so ein paar Minions. Das war ein Geschenk von einem Lieferanten. Sticker benutze ich eigentlich sehr selten, es sei denn, es ist wirklich ein Kundenwunsch. Ansonsten male ich lieber, mache One Stroke oder Airbrush. Aber wie verarbeiten wir das Ganze? Das hier sind jetzt Sticker, die man in Wasser tunken muss, damit sie sich ablösen. Und dann macht man das Ganze auf den Nagel drauf. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Also, erstmal so einen kleinen Minion hier ausschneiden. Ich steh übrigens sehr auf Minions. Was für ein Zufall, dass die mir das geschenkt haben. So, das Ganze kommt dann in Wasser. Da drin lassen wir den Minion jetzt so ungefähr 30 bis 40 Sekunden schwimmen und dann können wir ihn ganz einfach von der Trägerfolie abziehen. Ziehen wir das Ganze mal ab. Muss da irgendwo an der Ecke anfangen. Ein bisschen Fummelarbeit. Also für Leute, die keine Geduld haben, ist das nichts. So, da haben wir den. Und dann lässt sich das Ganze ganz einfach auf den Nagel, wo ihr es auch immer hinhaben wollt, draufbringen. Und ich drücke das Ganze dann mit einer Zellette an. Damit kann ich auch direkt das Wasser abtupfen. So, wirklich gucken, dass die Kanten plan auf dem Nagel sitzen. Denn wenn ihr das jetzt so versiegeln würdet und die Kanten abstehen, dann habt ihr da so kleine Huckel und das wollen wir natürlich vermeiden. So. Und schon ist der Sticker auf dem Nagel drauf. Das Ganze hält jetzt schon ganz gut, aber ihr solltet es trotzdem mindestens zweimal versiegeln. So, das war's jetzt auch schon mit unserem. So, das war's jetzt auch schon mit unserem kleinen Nail Art Grundkurs. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem würde ich mich drüber freuen, wenn ihr auch mal auf Facebook, Instagram oder Twitter vorbeischaut. Da geht auch manchmal einiges ab. Und eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, und zwar das ist das Stamping. Das Stamping wird ein einzelnes Video sein, das wird wahrscheinlich nicht so lange gehen, aber das sollten wir natürlich auch noch anschneiden.
Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Chris.